Willkommen Freunde zu den Pain News. Heute geht es unter anderem um PietSmiet. Deren Kanal hat nämlich jetzt die 1 Milliarde Aufrufe geknackt. One Late Night Deadline wurde jetzt offiziell veröffentlicht und Game One wird zum Ende des Jahres 2014 eingestellt. Das gleich in den Pain News. Das Ganze hatte sich ja bereits über einen längeren Zeitraum angedeutet und gestern hat dann auch MTV die Katze aus dem Sack gelassen und offiziell bekannt gegeben, dass die bekannte Gaming-Show Game One zum Ende des Jahres offiziell eingestellt wird. Richtig schade, viele enttäuschte Gesichter und ich muss auch sagen, wenn man mal überlegt, man hat die Jungs über 8 Jahre begleitet, über 300 Folgen von Game One und unter anderem hat die TV-Sendung sogar den Grimme Online Award verliehen bekommen und jetzt soll einfach Schluss sein. Am 24. Dezember kommt die letzte Folge und dann ist Schluss mit Game One. Muss man sich mal vorstellen, die Verträge zwischen Rocket Beans Entertainment und der MTV-Mutter Viacom werden dann zum Ende des Jahres endgültig auslaufen. Ich habe noch eine Pressemitteilung für euch. Fernsehen findet für unsere Fans hauptsächlich im Netz statt. Warum also den Umweg über TV-Sender gehen? Das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach nochmal kurz an, wie die Zukunft der Rocket Beans bzw. von Game One aussehen könnte. Die Jungs von Game One sind ja bereits seit einiger Zeit auf dem YouTube-Channel Rocket Beans unterwegs. Das werden wahrscheinlich viele von euch mitbekommen haben, denn die haben vor einiger Zeit ja nach Unterstützung und nach Spenden seitens der Community gefragt, denn das ganze Konzept ist leider nicht wirklich finanzierbar, es trägt sich nicht, sie haben hohe Produktionskosten, natürlich viele Mitarbeiter, die bezahlt werden wollen. Und deswegen haben sie diesen Spendenaufruf gemacht. Das hat auch gut funktioniert, sie haben wohl auch sehr viele Spenden reinbekommen. Und jetzt überlegen sie, ein neues Konzept bzw. das Konzept noch zu erweitern und zwar überlegen sie einen 24 Stunden, 7 Tage die Woche Livestream auf der Streaming-Plattform twitch.tv zu etablieren. Also wie gesagt, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche wird das Ganze dann laufen mit bekannten Formaten, natürlich die bekannten Jungs von Rocket Beans und die Fans hoffen natürlich, dass das Ganze quasi ein Game One Reboot ist. Und ich hoffe einfach auch, dass das Ganze funktioniert, dass sich das Ganze finanziert, also refinanziert, dass sich das Ganze trägt und dass natürlich nicht nur die Leute, die Game One gerne geguckt haben, das gucken, sondern dass natürlich auch viele neue Fans dann dazukommen werden. Ja, Weihnachten steht kurz bevor und das Jahr 2014 neigt sich langsam, aber sicher dem Ende. Und die 6 Jungs von PietSmiet, die dürfen sich jetzt nochmal freuen, denn der YouTube-Kanal PietSmiet, der hat jetzt erfolgreich die 1 Milliarde Aufrufe-Marke geknackt. Und passend zum Knacken dieses Meilensteins haben die Jungs jetzt noch ein super duper Video-Special mit großem Gewinnspiel veröffentlicht. Da könnt ihr dann auch mitmachen, irgendwelche tollen Preise gewinnen. Und Fun Fact an dieser Stelle, das erste Video von PietSmiet wurde am 10.10.2010 veröffentlicht, war ein Call of Duty Video und hat mittlerweile 40.000 Aufrufe. Der Horrorschocker One Late Night Deadline ist in der Nacht von Montag auf Dienstag endlich offiziell veröffentlicht worden. Da werden sich wahrscheinlich einige freuen, beziehungsweise ein ganz bestimmter Let's Player wird sich da bestimmt sehr drüber freuen, denn jetzt kann man den Titel via Steam herunterladen, bei Desura soll der dann auch folgen, in der nächsten oder in Kürze heißt es, momentan halt nur bei Steam, für 14,99 €, da könnt ihr euch den dann herunterladen und durch ein riesiges Bürogebäude laufen, also man kann das wirklich, das Bürogebäude frei begehen und wird natürlich dann wieder von irgendetwas Nichtmenschlichem gejagt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das waren die Pain News zum Dienstag. Morgen ist Weihnachten bzw. der 24. Dezember. Euch natürlich schöne Weihnachten und bis zu den nächsten News.